nichts hinzuzufügen. Und ich sage aus offenem Herzen, wir werden Sie vermissen. Bye-bye, Christina Schröder. Hören Sie dazu die abschließende Laudatio des Heute-Show-Frauenbeauftragten Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Christina Schröder verabschiedet sich von der politischen Bühne. Das tiefe Loch, die klaffende Lücke, welche sie hinterlässt, wird uns allen fehlen. Doch wenn man ihre Amtszeit Revue geschehen lässt, müssen selbst ihre Kritiker feststellen, aus ihrer Ministerkarriere war kaum weniger rauszuholen. Nur mit großer Leidenschaft und unzähmbarem Willen wird es ihrem Nachfolger gelingen, sie dann auch zu unterbieten. Zu ihren größten politischen Erfolgen zählte sicherlich die und natürlich gänzlich vor Erkenntnis war sie nicht gefeit, denn in ihrem richtungsweisenden Buch Danke, emanzipiert sind wir selber, benennt sie in schonungsloser Schrift den wahren Gegner der modernen Frau. Frauen werden diskriminiert von Frauen. Von aufgebrachten, zeternden Feministinnen, von flach beschuhten Baumwollschlunzen. Dieses Wissen mündet in ihrem politischen Credo: Frauen brauchen keine Quote. Und da bin ich ganz bei ihr. Denn durch die Quote werden Frauen ja in Berufszweige gedrängt, von denen sie eh keine Ahnung haben. Außerdem haben wir doch auch ohne Quote in vielen Berufszweigen hohe Zuwachsraten an weiblichen Beschäftigten. Ne? Zum Beispiel in der Reinigungsbranche. Auch im Bereich Prostitution. Da haben wir schöne Fortschritte gemacht. Ja. Nun wird Familienministerin Schröder keinen neuen Ministerposten annehmen, um sich mehr ihrem Mann und ihrer Familie zu widmen. Die allgemeine Erleichterung, ja, die Freude darüber ist natürlich allzu verständlich. Doch wer denkt dabei an ihren Mann? Dass sie sich mehr Zeit für ihre kleine Tochter nimmt, ist löblichst. Denn auch Christina war einst eine Tochter. Der Vater Staatsanwalt, die Mutter Immobilienmaklerin. Dieses hochexplosive Gemisch aus Geld und Macht ließ Christina seltsam werden. Über ihrem Bett hing nur ein Poster, ein sehr großes Poster, denn es war ein Poster von Helmut Kohl. Und hier stellt sich natürlich die Schuldfrage. Wie konnte es geschehen, dass dieser offensichtliche Hilferuf der pubertierenden Christina überhört wurde? Machen wir die Gesellschaft es uns nicht zu leicht, wenn wir die Verantwortung allein auf die Eltern abwälzen? Tragen wir nicht alle Schuld? Haben wir nicht alle zu lange weggeschaut? Denn hier wurden doch die Weichen gestellt dafür, dass sie völlig orientierungslos im Alter von nur 14 Jahren der CDU beitrat. Und ab da quasi gab es keinen Ausweg mehr, sodass sie zwangsläufig irgendwann Ministerin werden musste. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir uns alle in die Pflicht nehmen. Wir können nur gemeinsam verhindern, dass sich so etwas in unserem Land niemals wiederholt. Dass sich so etwas in unserem Land niemals wiederholen darf. Vielen Dank. Olaf Schubert, der offizielle Christina Schröder Verabschiedungslaudator.